Auf jeden Fall mit Vorfreude. Bei mir überwiegt die Freude. Natürlich haben wir alle noch die Bilder vom November im Kopf und diese schrecklichen Bilder. Aber ich glaube, dass alles Menschenmögliche getan wird, dass sich sowas nicht wiederholt. Und ich verdränge diese negativen Gedanken auch. Ich freue mich einfach auch dadurch, dass ich eine besondere Beziehung zu Frankreich habe. Ich freue mich auf dieses Turnier, weil ich weiß, dass auch die Franzosen sich darauf freuen. Es werden fantastische Stadien sein. Die Stimmung in den Stadien wird super sein. Und deshalb freue ich mich drauf. Das andere können wir nicht beeinflussen. Ich weiß, dass alles Menschenmögliche getan wird, dass es alles friedlich über die Bühne geht. Das wünschen wir uns auch alle. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Und von daher, ich verdränge diesen Gedanken, habe aber auch keine Angst, nach Frankreich zur Europameisterschaft zu gehen. Diese Vorfälle, die im November passiert sind, ist die Mannschaft, wie die Franzosen sich um uns bemüht haben, wie sie Anteil genommen haben, wie sie versucht haben, uns zu unterstützen, sind so lange im Stadion geblieben, bis wir auch zum Flughafen gefahren sind. Sie wollten eigentlich, dass wir mit ins Trainingscamp bei Ihnen in Clairefontaine zu Ihnen kommen. Sie haben sich super bemüht um uns und das hat uns eigentlich so ein bisschen näher gebracht. Wird auf dem Platz sicherlich dann keine Rolle mehr spielen. Ich glaube, im Halbfinale können wir Frankreich bekommen. Wird da sicherlich keine Rolle spielen, aber man begegnet uns mit Sicherheit, mit Respekt. Und ich glaube nicht, dass die Franzosen so gern dann gegen uns spielen möchten.